Hallo und herzlich willkommen zurück zu Remnant 2, nachdem wir alles von uns abgeschüttelt haben und uns ehrlicherweise noch mal ein bisschen informiert haben, weil wir hier wirklich total am Verzweifeln waren. Und das gar nicht so aussieht, wie ich mich informiert habe. Laufen wir jetzt einfach mal, der Epi kommt mit. Nee, der Epi ist wieder Moment. da hinten irgendwie. Der säuft sich noch ein, Ja. glaube ich. Der will sich noch Mut ansaufen, bis wir hier los können. Ja, will er. So, dann gehen wir hier nach außen und hier bei den Treppen ist ein Loch. Siehst du das? Ich hab's übersehen. Ich auch, wenn ich ehrlich bin. Was ist das denn hier? Replikator der... Nach unzähligen Keine Ahnung. Jahrhunderten sind wir an unserem Ziel angekommen. Der Sitz der Schöpfung, Alexis Tower. Alle Wege haben uns hierher geführt. In diesem einhüllenden Schwarz wird jeder Sternstrom des gesamten Universums gelenkt und geformt. Eine ewige Choreografie nach dem Tanz der Galaxie. Wir sind nicht hierher gekommen, um Leben zu finden. Denn nichts könnte diese Leere überleben, die 100 Billionen Sterne verschlungen hat. Vielmehr suchen wir nach den Ursprüngen des Universums. Die Entropie ist unerbittlich. Aber vielleicht gibt es ein Mittel, sie umzukehren oder ihre Entstehung neu zu erschaffen. Ein Mittel, das wir hier finden könnten, am Anfang und am Ende aller Dinge. Wir haben noch so viel mehr gefunden. Wir haben eine unvorstellbare Menge an Daten von innen gesammelt und entschlüsselt. Und obwohl die Ergebnisse weit weniger schlüssig sind, als wir es uns wünschen würden, hat sich ein klares Muster herauskristallisiert. Das Universum wird nicht von zufälligen Kräften regiert. Es ist formbar, berechenbar, unterliegt einem algorithmischen Zwang, der künstlich ist und, ich wage zu behaupten, intelligent. Eine Göttlichkeit. Wir müssen mehr erfahren. Einige möchten das schwarze Loch bereisen. Ein Versuch, unseren augenscheinlichen Architekten zu treffen. Dieser Wunsch ist logisch, wenn man bedenkt, wie wenig wir aus der Ferne erfahren konnten. Aber es bereitet mir Unbehagen. Am Horizont der Zeit hat sich ein übler Geruch festgesetzt. Der Glutstaub wird mir mehr zeigen, aber es wird dauern. Zum Glück sind diejenigen, die sich Alepsis Taura stellen würden, eine Minderheit. Die Drusir haben immer auf die Intuition der Astropathen vertraut. Deshalb gibt es uns. Die Drusir werden ihren Kurs jetzt nicht ändern. Ich drück nur mal auf Spielen. Er ist schon Nein, eingeschlafen. bitte. Also es gibt rechts und links einen Fahrstuhl. Entweder kannst du dir entscheiden, wo wir erst hingehen. Ja, obwohl das sind beides. Also da denke ich mir mal, werden wir rauskommen oder so laut dem Ding. Hier Ja, dann müssten müssten wir wir hier. theoretisch woanders hinkommen, Also oder? hier geht's runter. Oh, Wo guck geht's mal, hier dahin? liegt Geht's eine da hoch? Leiche. Schon, wieso sind Ja, die hier alle geht's ohne wieder Kopf? hoch. Genau. Also wir müssten hier hin. Komisch nur, dass ich den nicht aktivieren musste. Oh, Nein. Holly, tschüss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt hier wirklich weitergeht. Was ist das denn? Das gefällt mir gar nicht hier. Lalalala. Okay, es sind keine Fallen, das ist schon mal gut. Und jetzt? Geh mal vor. Achso, man kann einfach durchgehen. Ich kann nichts machen. Warum haust du das? Ich dachte, vielleicht kann man da irgendwas machen. Wieso sind die alle kopflos?
muss doch irgendwie hier mit diesem Gerät zusammenhängen, oder? Das Kabel geht da in die Erde und ich vermute mal, dass das da wieder rauskommt. Ah, warte. Flieger! Ich höre was, aber... Wo bist denn du? Ich bin hier unten runtergelaufen, aber da ist auch nur so ein Gang. Komme ich auf die andere Seite, habe ich auch nichts gewonnen. Oh, Hund! Ah, nee. Musst du dich hier in den Weg stellen? Eskalationskreislauf, keine Ahnung. Okay. Also das war lila, dann habe ich den Eskalationskreislauf weggenommen und jetzt ist es grün. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal gucken, ob das... Lass uns die andere Seite mal gucken, ob wir da noch runter können. Ja, die andere Seite habe ich nichts gemacht. Warum falle ich hier wieder runter? Hallo? Ich hasse so Dinger. Ich höre da hinten. Gerade sagen, ich höre hier doch was. Ist tatsächlich am Ende gar nichts. Ja, jetzt kommt einer sogar da rein in dieses Ding. Herstellungsmaterial. Der Bewahrer ist eine unglaublich komplexe Maschine. Es wäre reduzierend zu behaupten, dass ein bestimmter Teil alleine für seine Persönlichkeit verantwortlich wäre. Andererseits bist du dir ziemlich sicher, dass dieser Eskalationskreislauf dich anknurrt. Das hat irgendwas mit dem Bewahrer anscheinend zu tun. Vielleicht muss man jetzt nochmal zu ihm hin, weil wir das aufgenommen haben. Keine Ahnung. Hallo, wo kommst du denn her? Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich es doch gesagt. Sammelt, ja. Weil mich wundert das. Ja. Oh Mann! Aber mich wundert. Oh ja. Dass die andere Seite gar nichts hat. Also, dass du auf der anderen Seite nichts machen kannst. So. Ja, ne? Übersehen wir die, wo kamen die jetzt die ganze Zeit her? Von oben kommen die immer. Also, ich konnte sonst nichts mehr machen. Ich hab da... Lass uns nochmal hochgehen mit dem Ding jetzt hier, was ich da eingesammelt habe eben. Ja, aber das haben wir ja anscheinend beide. Ja, das haben wir immer beide. Das ist ja, ich hatte auch diesen die Kugel, die du reingemacht hast, die hatte ich auch im Inventar. Ach so. Weil du gesagt hattest, du kannst da nichts machen. Ja, weil du sie dann reingetan hast und dann war sie weg. Nee, du hast das vorher schon gesagt. Da kannst du übrigens was herstellen. Hast du das mal angeguckt? Nein, jetzt nicht. Du kannst nie warten. Nö. Sind wir hier draußen daneben, denke ich mal. Ne? Red du mal mit dem, du magst Meine den. Meine Tasche ist voll. Ich weiß nicht, ob wir denen das jetzt geben müssen. Du bist zurückgekehrt. Ja, darf ich dir eine Frage stellen? Fahre fort. Wie zur Hölle kommen wir weiter? Was hat es mit diesem Ort auf sich? Dies ist Nirumbat, die Heimat und das stellare Gefährt der einen großen Regie. Es wurde geschaffen und angetrieben, im Universum zu finden. Leider konnte es nichts finden, bis du gekommen bist.
ist. Natürlich. Unsere Reise brachte uns hierher, ins Zentrum des Universums. Die Drysier studierten dieses Phänomen für viele Jahre. In seinem Inneren fanden sie die Geheimnisse der Schöpfung. Natürlich wollten die Drysier das Phänomen betreten und gewissermaßen ihre Schöpferin treffen. Leider erwies sich das als viel gefährlicher als zuvor kalkuliert. Aber warum steht das wieder als neu drin? Was ist Alepsis Taura? Alepsis Taura ist ein supermassereiches schwarzes Loch. So etwas haben wir noch nie gesehen. Mit dem Raumschiff, nehme ich mal an, meinte dieses große, was so hin und her geflogen ist, oder? Das weiß ich nicht, ob das nicht noch... Oder das, wo drin steht, kann natürlich auch sein. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und du möchtest das Raumschiff hinsenden? Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber meine Berechnungen sind fehlerfrei. Das ist die einzige logische Handlungsoption und der einzige Weg, die Drysier zu retten. Tja, suche den Kern und schalte ihn ab. Ja, dann sag uns mal wie. Ja, wir könnten noch mal zu der Tür gehen, eventuell mit dem Ding. Auch wenn ich nicht glaube, dass das jetzt damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Meinst du jetzt zu dem mit den Leuchtdingern? Ja. Reicht nicht mehr aus. Hallo. Achso, weil Space dazu drücken ist doch so. Du musst Space dazu drücken. Oh, jetzt ist der schon wieder da. Wirklich. Nicht. Ich kann nichts mehr tragen. Sekundärmunition liegt noch überall. Oder primär, keine Ahnung. Ich bin voll. Wir hätten jetzt nichts rumgekommen. Also Vollmunition. Ja, also du willst jetzt zu dem Tor hin. Ja, das was jetzt eigentlich links von uns war. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht mehr dran, dass wir heute nochmal weiterkommen, aber... Nein. Ich denke mal, die Tür werden wir dadurch auch nicht aufkriegen. Ich würde es trotzdem nochmal probieren. Einfach nur, damit wir nochmal alles probiert haben, weißt du? Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das tatsächlich erst geht, wenn halt das andere aktiviert ist. Dass wir dann hier irgendwie weiterkommen. Also, falls du irgendwas sagst, bist du gemutet. Schon wieder irgendwas am Leuchten. Alle Taschen voll. Altmutter oder so. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wenn der Epi seine Sprache wieder gefunden hat und wenn
wir eventuell noch etwas Neues gefunden haben, dann schalte ich euch nochmal hinzu, weil das ist ja langweilig, uns die ganze Zeit beim Laufen und Suchen zuzugucken. Deswegen, ich sag mal, bis gleich. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber das wäre jetzt so die einzige Option, die ich jetzt noch hätte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir... Waffenmod. Du besitzt ausreichend Ressourcen, um einen Waffenmod herzustellen. Ach so, okay. Ja, sowas ähnliches hatte ich jetzt vor. Moment, warte mal, wenn ich eine Root direkt drücke. Nein. Hm? Ich würde fast vermuten, dass wir jetzt gleich woanders sind. Es geht los! LMAA. Ja, aber toll, wir sind hier drüben bei dem... Oh, komm, hallo! Wir ja, aber die greifen mich hier an. Aber hier ist ein Ausrufezeichen. Bei dem hier sind wir, ne? Mhm. Ist hier vielleicht noch irgendwo so ein Loch? Hallo? Hallo? Alles okay bei dir? Ja, der grölt das Ding da an irgendwie. Alles in Ordnung? Du bist zurückgekehrt. Ja. Mach mich aber wieder auf den Weg. Und schalte ihn ab. Suche den Kern und schalte ihn ab, hat er gesagt. Ja, ja. Sagt er schon die ganze Zeit. Ich dachte jetzt, wir sind dann in einer anderen Welt, wenn wir das machen. Wenn ich jetzt zu Station 13 zurückkehre, dann ist wahrscheinlich die Verbindung getrennt, oder? Da können wir nicht zusammen rein, oder? Weiß ich nicht. Doch. Können wir mal probieren? Mach doch. Ich meine, schlimmer kann sich werden. Fremdling, dem Gründer sei Dank, du lebst. Wo ist... Was ist passiert? Eine Menge. Ich verstehe nicht mal die Hälfte davon. Nee, das habe ich doch alles schon gesagt, oder nicht? Etwas hat Clementine in den Stein gezogen, also bin ich ihr gefolgt. Moment, was? Clementine? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Warum suchst du nicht sofort nach ihr? Ich habe sie noch nicht gefunden. Ich brauche Nachschub. Richtig. Es tut mir leid. Es ist nur, dass Clementine sie... Bedeutet mir viel. Uns allen. Wir müssen sie finden. Ich rufe alle zusammen. Ich, wenn sie durch den Weltenstein gereist ist, dann kann sie überall sein. Danke. Ich kann alle Hilfe gebrauchen, die ich bekommen kann. Das sehe ich auch so. Sie könnte überall sein. Welten von uns entfernt. In Ordnung. Ich hole Brabus und Riggs. Ich sage ihnen, dass... Was zur Hölle mache ich denn? Ich weiß auch nicht mehr als du, was uns da draußen erwartet. Und diese Leute... Ich kann sie nicht so in Gefahr bringen. Ich würde die ganze Stadt aufs Spiel setzen. Das würde Clem nicht wollen. Es ist ein Wunder, dass du zurückgekehrt bist. Es tut mir leid. Die Stadt wird dir helfen, so gut sie kann. Aber ich kann niemanden darum bitten, nach draußen zu gehen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass du sie findest. Ist das in Ordnung? Ja, keine Sorge. Ich werde sie finden. Danke, Fremdling. Sprich mit den Leuten in der Stadt. Sie sollten alle Vorräte haben, die du brauchst. Weißt du, Ford hat immer gesagt, Commander Ford, nicht der Gründer, dass eine Anführerin und eine Heldin zweierlei sind. Die Anführerin bleibt immer bei ihren Leuten. Ich dachte, sie wollte einfach gegen ihren Großvater sticheln, weil er immer verschwand. Aber ich glaube, ich verstehe sie jetzt besser. Sorry, ich sollte mich auf den Weg machen. Viel Glück. Ja...
Ach, du stehst auch hier. Hey, Buffy ist auch da. Lass uns mal ganz kurz zu dem Waffenmod gehen, weil der hat mir gesagt, dass ich da einen Waffenmod herstellen kann. Hallo? Sprich mit mir. Verschwende nur nicht meine Zeit. Kannst du was für mich herstellen? Was hast du mir mitgebracht? Ganz viel. Was ist denn das? Mit Elektro versehene Munition, wodurch die Feuerrate um 15% und die Nachladegeschwindigkeit um 15% erhöht werden. Okay. Erweiterung des Horizonts. Einen fortschrittlichen Waffenmod hergestellt. Yay! Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber es hört sich gut an. So, kann ich noch eine Waffe aufwerten? Ich glaube, ich kann mit dem nicht reden, oder? Doch, ich kann auch mit dem reden. Das weißt, dann macht wo du mich den findest. Höheren Schaden oder den höheren Schaden. Was brauche ich denn dafür? Achso, Eisen. Alter, da ist ja mein ganzes Altmetall weg. Da muss ich mich ja entscheiden. Oh, ich würde aber gerne nicht nur den Schaden machen, sondern ich würde gerne Munition machen. Ach komm, nehmen wir die. Hä? Aha, okay. Ach, das sind 200, nicht 2000. Oh. Ja, dann. Achso, jetzt habe ich nicht genug Eisen. Wieso hast du zu wenig Eisen geholt, Schatz? Du kannst mich mal. Den können wir auch noch ein bisschen machen. So. Okay. Hast du jetzt auch deine Waffen ein bisschen verbessert? Ja, auch. Das nützt uns noch nicht. Da, doch, wenn wir größere Gegner haben, nützt uns das was. Wir haben zwar keine Ahnung, wo wir die dann nicht einsetzen. Genau. Aber Hauptsache, wieso steht der jetzt eigentlich hier, frage ich mich jetzt. Aber doch, der hatte irgendwas gesagt von wegen, der hat den jetzt verstellen lassen oder so, ne? Wir können aber auch nicht in dieses Labor gehen von dem Alten hier. Warte mal. Oh, warte mal. Warte mal. Komm mal mit. Moment. Schneiden wir raus. Was? Wo bist du da? Tja, und jetzt? Was hast du denn jetzt schon wieder in der Hand? Ein Prängel. Gott. Das ist eine Alien-Waffe. Ach so, da kamen wir nicht rum, oder? Warte mal, das war hier oben, ne? Kamen wir da durch oder kamen wir da nicht durch hier hinten? Ich meine nämlich, das war irgendwas, dass wir da nicht durchkamen. Die haben mich angemeckert oder es war versperrt oder so, keine Ahnung. Wo hier unten bin ich noch nicht hingekommen, glaube ich. Ach, ihr könnt mich. Da brauche ich einen Schlüssel für. Ja. Ja, weil wenn du auf die Karte guckst, da ist nämlich irgendwas mit Fragezeichen. Ich habe gedacht, vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Vielleicht können wir da noch einen Schlüssel holen oder was weiß ich. Ja, war ein guter Gedanke, aber. Dann gehen wir halt wieder zurück und gucken da nochmal. Mit dem kommt man nichts großartig kaufen, ne? Also man konnte, glaube ich, was die kaufen. Die Pest hat dieses hier noch nicht herstellen. Zeig mal hier. Achso, da brauchen wir hier. Alle Wege führen zu Duell. Bei mir ist alles rot. Naja. Ich dachte, vielleicht kann der uns noch irgendwas, ne, dass wir verbessern können oder so. Was macht der denn jetzt schon wieder? Quatsch, der die Leute an. Was? Oder du läufst einfach aus dem Ding heraus? Ja. Nein, will ich nicht.
Zuletzt besucht von Toms... Von Tom der Opa, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bringe uns halt mal zu dem Ort mit dem Ausrufezeichen erstmal wieder hin. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.